Kennt ihr die Redewendung alte Zöpfe abschneiden? Keine Sorge, heute geht es mal nicht um Frisurentrends, sondern um einen Mann, der sich seinen alten Zopf im wahrsten Sinne des Wortes abgeschnitten hat. Schnippschnapp. Tschüss Vergangenheit, hallo Zukunft. Denn genau dabei geht es bei den alten Zöpfen, um eine veraltete Mode, Vorschrift oder Idee. Sich die alten Zöpfe abzuschneiden hat also etwas Revolutionäres, genauso wie Sun Yat-sen, der Vater des modernen China. Hallo Revolutionäre und Aufständische, hier ist Ella und ich heiße euch herzlich willkommen bei Einfach Geschichte. Heute lassen wir uns vom Berufsrevolutionär Sun Yat-sen zeigen, wie Rebellion funktioniert. Die politische Situation Chinas im 19. und 20. Jahrhundert müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Die Qing-Dynastie regiert seit mehreren hundert Jahren und muss sich mit ausländischen Mächten herumschlagen, die ins Land drängen. Dadurch wird China mit einer unangenehmen Wahrheit konfrontiert. Das chinesische System ist nämlich gar nicht so überlegen wie gedacht und China muss sich den Forderungen der europäischen Großmächte fügen. Innenpolitisch herrscht Reformstau. Es gibt kaum Entwicklung. Kurz, China steckt fest. Gut, dass unser Held Sun Yat-sen nun die Bildfläche betritt. Sun Yat-sen wird 1866 als Sohn einer armen Bauernfamilie in Südchina geboren. Sein Geburtsort befindet sich nahe der portugiesischen Kolonie Macau. Für Sun liegen Ost und West also von Anfang an eng beieinander. Mit 13 Jahren zieht er zu seinem älteren Bruder nach Hawaii. Dort besucht er eine von Missionaren geleitete Schule, wo er westliche Wissenschaften und das Christentum studiert. Dieser erste Kontakt mit dem Christentum macht auf Sun einen mächtigen Eindruck. Plötzlich findet er die religiösen Praktiken seines Heimatortes abergläubisch. Kaum zurück im Heimatdorf zerschlägt der rebellische Sun dort eine göttliche Figur und wird verbannt. Liebe Leute, merkt euch, ihr Wald ist keine Lösung. Bevor es ab 1886 zum Studium nach Hongkong geht, heiratet Sun noch schnell. Die Frau haben seine Eltern ausgesucht. Nach seinem Medizinstudium arbeitet Sun als Arzt, folgt aber bald dem Ruf in die Politik. Wie viele andere ist Sun unzufrieden mit der Politik der herrschenden Qing-Dynastie. Die ist konservativ, korrupt und unfähig, China gegen fremde Mächte zu verteidigen. Reformen sind nicht in Sicht. Also wird Sun Berufsrevolutionär. 1895 organisieren er und seine Mitstreiter einen ersten Aufstand gegen die Qing-Dynastie. Der scheitert aber spektakulär. Sun verbringt die nächsten 16 Jahre im Exil in Europa, Kanada, den USA und Japan. Er schneidet sich den traditionellen chinesischen Zopf ab, lässt sich einen Schnurrbart stehen und zieht westliche Klamotten an. Bye bye, alter Sun Yat-sen. Der neue Sun Yat-sen ist sehr umtriebig. In Japan gründet er 1905 den Tongmenggui-Bund, mit dem er ein revolutionäres Netz in China aufbaut. Immer wieder unterstützt Sun Aufstände in China und immer wieder scheitern sie. Jahrelang. Im Oktober 1911 jedoch schlägt Sun eine Zeitung auf und traut seinen Augen kaum. Ein Aufstand war endlich erfolgreich. Revolutionäre Armeeeinheiten in Wuhan haben das 2000-jährige chinesische Kaiserreich beendet. Der patriotische Sun packt natürlich sofort seine Koffer und kehrt zurück nach China. Dort wird er 1912 erster provisorischer Staatspräsident der neuen Republik China. Dummerweise bedeutet das nicht automatisch politische Stabilität, denn die südlichen Provinzen Chinas haben zwar bereits ihre Unabhängigkeit erklärt, der Norden aber noch nicht. Das schwächt die Übergangsregierung, die außerdem über keine eigenen Streitkräfte verfügt. Deshalb ist Sun auf den hohen Verwaltungsbeamten und Offizier Yuan Shikai angewiesen, denn dieser befehligt das Militär Nordchinas. Sun muss Yuan das Präsidentenamt übergeben, damit dieser sich auf die Seite der Revolution schlägt und den Qing-Kaiser Puyi zum Abdanken zwingt. Yuan wird der erste offizielle Präsident der Republik China und Sun kehrt zurück ins Exil. Doch Yuan ist als Politiker eher nicht so talentiert. Er regiert autoritär, schneidert sich seine eigene Verfassung und verbietet die Nationalpartei Kuomintang, die von politischen Weggefährten Suns gegründet wurde. 1915 verliert Yuan dann auch die Unterstützung des Militärs. Warum? Naja, Yuan hat die großartige Idee, sich selbst zum Kaiser zu erklären. Es gibt wieder Aufstände und nach dem Tod Yuans 1916 zerfällt China endgültig in regionale Herrschaftsbereiche. Dort haben Warlords das Sagen, also Militärführer. Und die bekriegen sich untereinander. Ihr seht, alles wie gehabt. China ist mal wieder gespalten. Sun erkennt, wie gefährlich diese Situation ist und macht sich auf den Weg zurück in seine Heimat.
Dort gründet er erstmal die Guomindang neu, das ist die Nationale Volkspartei Chinas. 1921 wird Sun Präsident einer südchinesischen Militärregierung, die in Konkurrenz zu der Regierung in Peking steht. Sun akzeptiert nun Hilfe von der Sowjetunion, denn er braucht politische, militärische und finanzielle Unterstützung. 1924 reist Sun nach Tianjin in Nordchina. Dort hält er eine Rede und wirbt noch einmal für die Einheit Chinas und das Ende der Warlord-Herrschaft. Wie es mit China weitergeht, erlebt Sun Yat-sen allerdings nicht mehr. Er stirbt 1925 mit nur 58 Jahren an Leberkrebs. Sun Yat-sen war nicht nur von der Macht der Revolution überzeugt. Nein, er hatte auch jede Menge Ideen für eine bessere Politik. Seine politische Philosophie nannte Sun Yat-sen die drei Prinzipien des Volkes und hat sie 1924, also ein Jahr vor seinem Tod, zum ersten Mal öffentlich präsentiert. Das erste Prinzip ist das der Volksgemeinschaft. Laut Sun haben die Chinesen in den letzten Jahrhunderten durch innere und äußere Unterdrückung und Ausbeutung den Gemeinschaftsgeist verloren. Nun müssen sie wieder stark und unabhängig werden. Im ersten Schritt entwickle sich aus den 5 großen und vielen kleinen Volksstämmen Chinas eine neue chinesische Volksgemeinschaft. Diese basiere auf einer gemeinsamen Kultur und Geschichte, ergänzt durch westliche Errungenschaften. Im zweiten Schritt solle sich das neue China gegen die Kolonialstaaten erheben, um ein gleichberechtigtes Mitglied der Staatengemeinschaft zu werden. Das zweite Prinzip heißt Volksrechte. Das chinesische Volk solle nach westlichem Vorbild souverän herrschen. Ein Beamtenapparat nach chinesischer Tradition übernehme aber die Verwaltung des Staates. Last but not least, das Prinzip der Volkswohlfahrt. Es stellt den wirtschaftlichen, sozialen Teil dieser drei Volksprinzipien dar und war Sun besonders wichtig. Für Sun ist die Volkswohlfahrt die Hauptaufgabe des Staates. Dieser müsse sich um die 4 großen Lebensbedürfnisse kümmern, nämlich Ernährung, Bekleidung, Wohnung und Verkehr. Ihr seht, die drei Volksprinzipien sind ein Mix aus östlichen und westlichen Erfahrungen. Sun formulierte damit ein Idealbild nationalen, volksstaatlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die einzelnen Teile der Lehre bedingen sich gegenseitig und sind in ihrer Verwirklichung voneinander abhängig. Apropos Verwirklichung, umgesetzt wurden Suns Prinzipien tatsächlich nie. Das liegt weniger an der Lehre selbst oder an mangelndem politischen Willen, sondern eher daran, dass sich ausländische Mächte immer wieder in die inneren Angelegenheiten Chinas eingemischt haben. Heute ist Sun Yat-sen eine Kultfigur. Zu Lebzeiten wurde er aber oft und heftig kritisiert. Als sein Erbe setzt sich sein militärischer Berater Chiang Kai-shek durch. Er besiegt die Warlords im Norden und konnte China 1928 zumindest formal unter der Flagge der Republik ein. 1949 besiegte Mao Zedong dann die Nationalpartei Kuomintang. Auf dem Festland wurde die Volksrepublik China gegründet. In Taiwan besteht die Republik China bis heute. Sun Yat-sen ist der einzige chinesische Politiker, der sowohl in China als auch in Taiwan großes Ansehen genießt. Im Süden Vietnams wird Sun sogar als Heiliger verehrt. Das Abschneiden der alten Zöpfe hat sich also für ihn gelohnt. Chinas Geschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert war prägend für das, was wir heute als modernes China verstehen. Dieser Zeitraum wird heute auch noch als Jahrhundert der Demütigungen bezeichnet. Wie China gedemütigt wurde und welche Konsequenzen das sogar heute noch hat, das erfahrt ihr, wenn ihr hier oben in die Ecke klickt. Was denkt ihr, wie praktikabel sind die drei Prinzipien des Volkes tatsächlich? Eure Antworten und Kommentare bitte gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt und vergesst nicht, den Einfachgeschichte-Kanal auch zu abonnieren, um regelmäßig eure Dosis Geschichte zu kriegen. Das war's von uns. Tschüss.